Club, ich bin gefangen. Schnelle Whips, viele Bricks, viele Ops. Viel zu oft bin ich gerannt. Ja, zu oft bin ich gerannt. Glaub, wir sind gefangen. Kleine Diebe ohne Ziele, ohne Liebe. Ja, mein Weg war sehr, sehr lang. Ja, mein Weg war sehr, sehr lang. Glaub, ich bin gefangen. Schnelle Whips, viele Bricks, viele Ops. Viel zu oft bin ich gerannt. Ja, zu oft bin ich gerannt. Glaub, wir sind gefangen. Kleine Diebe ohne Ziele, ohne Liebe. Ja, mein Weg war sehr, sehr lang. Ja, mein Weg war sehr, sehr lang. Glaub, ich bin gefangen. Schnelle Whips, viele Breaks, viele Ops. Viel zu oft bin ich gerannt. Ja, zu oft bin ich gerannt. Glaub, wir sind gefangen. Kleine Diebe ohne Ziele, ohne Liebe. Ja, mein Weg war sehr, sehr lang. Ja, mein Weg war sehr, sehr lang. Glaub, ich bin gefangen. Ich habe seit paar Jahren eine Schlaflosigkeit. Zu oft bin ich mit mir selber in einem Streit. Fühlt sich für mich an, als wäre ich irgendwo gefangen, aber irgendwie verloren und das zur selben Zeit. Shorty sagt mir, ich bin zu hart zu mir selbst und ich bin noch kein Held. Und obwohl ich das weiß, erwarte ich zu viel. Denke zu viel, hinterfrage zu viel. Fühl mich so oft emotionslos, dabei hab ich so viel. Ja, ich hinterfrage viel, ich will für alles eine Erklärung. Denn ich will es nur verstehen und wenn ich keine find, dann zerbreche ich meinen Kopf, ich kann nicht schlafen. Ich verliere mich in Gedanken, seh kein Ausweg, so als wär ich blind. Und ich meinte, werd nie wieder Xanax nehmen, weil ich einmal fast gestorben wär. Hab mich selber betrogen, denn ich nehm sie immer noch, ich hab mich selber belogen. Nigga, scheiß auf meine Ops, ich hab schon selber Dämonen. Hab die meisten noch im Griff, ich hab sie selber behoben. Hab sie selber behoben, ich fick auf Psychologen. Das sind leider auch zu oft nur Menschen mit guten Noten. Hatten keine schweren Zeiten und auch keine Drogen. Hab es selber miterlebt, denn es gab paar Probleme in Familie. Nein, es waren nicht viele, aber trotzdem auch genug für paar Termine. Ich war ungefähr noch 13, manche würden sagen noch zu jung. Hab gemerkt, wie da der Psychologe auch mit Mama redet und nicht zuhört, aber auch so tut, als wär sie dumm. Ich hab damals schon gecheckt, er denkt, er wäre etwas Besseres, doch er ist nur ein Hurensohn mit Studium. Ja, mit 16 haben wir alles mitgenommen, was ging, es war uns scheißegal, ob die uns hassen. Wir haben circa 15 Roller in der Nacht geklaut und hab einen Crash gemacht mit 50 Sachen. Bitte frag mich auch nicht, Tante, wieso wolltest du das machen? In meinen Liedern rede ich von Designerladen, schnelle Wagen, Diamonds tragen, denn ich bin ein Hustler und ich hustle halt für materielle Sachen. Habe von paar Brüdern ein paar Geschichten gehört. Damals noch geschockt, jetzt bin ich nicht mal verstört. Und ich werde sicher nicht hier alle Sachen sagen, weil man auch nicht sicher weiß, wer gerade alles zuhört. Um dir ungefähr ein Bild davon zu machen, das sind alles Storys von der Unterwelt, wo ein fehlerhaft ist. Ja, da gibt's auch Storys, wo dann jemand für eine Tat befördert wurde in die Unterwelt auf 1,80 Meter. Niemand redet drüber, ja, das ist ja praktisch. Niemand redet über pädophile Kreise, wo auch Staatsanwälte systematisch leise sind. Bei Chefärzten, bei Politikern, wo kurzzeitig alle laut werden, aber schnell auch wieder leise sind. Habe selber kleine Schwestern, wenn ich sowas höre, hab ich Mörder on my mind. Wenn den beiden was passiert, schwör ich auf Homicide. Jeder Mensch kann denken, dabei denken viele nicht. Jeder will was kriegen, aber schenken wollen sie nichts. Wieso redest du von Ehre, aber hast sie nicht? Wieso machst du einen auf Bruder, dabei hast du mich? Kriege werden heute noch geführt mit unserem Geld und viele merken dennoch nicht, die Kriege sind doch sehr komplex. Als einfach zu sagen, das ist gut und das ist schlecht. Als einfach zu sagen, er liegt falsch und er hat recht. Echt ist aber, dass sehr viele alles machen würden, nicht um sich zu schützen, sondern ihre Macht. Schützen auch ihr Reichtum, wenig schützen mit Bedacht. Denen ist scheißegal, ob du grad weinst oder auch lachst. Ja, das ist Fakt. Ich habe seit paar Jahren eine Schlaflosigkeit. Ich bin frei im Denken und auch eingesperrt zugleich. Ja, es gibt schon viele Tage, wo ich einfach meine Ruhe will und deshalb in meinem Becher mehr Tussina gebe. Mein Herz hat viele Narben und jetzt frag dich mal, wieso ich nicht darüber so oft in meinen anderen Liedern rede. Bitte denk nicht, dass ich mein Vertrauen dir wiedergebe. Du hast mich schon mal getäuscht und hinterließ und Leere. Und wie du das alles siehst, lässt mich kalt. Mal sehen, wo ich dann bin, wenn ich dich wiedersehe. Ja, mal sehen. Ich habe seit paar Jahren eine Schlaflosigkeit. Manchmal will ich auch nicht weiter, doch ich mach keinen Halt. Alrighty.